Oh mein Gott, hi zusammen, ich bin's wieder. Wir haben heute den 20.05.2013 Montag. Und zwar habe ich ja heute ein Meet and Greet vor oder geplant. Und ja, jetzt geht's los. Ich fahre jetzt gleich los mit meiner Familie. Die kommen jetzt heute mit, einfach um mich ein bisschen zu unterstützen. Fahre ich jetzt gleich los nach Stuttgart. Und oh mein Gott, ich bin so aufgeregt. Ich glaube das mir gar nicht. Das ist der Hammer. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass irgendwelche Leute kommen und mich, der kleine Christo, um mich zu treffen, einfach um von mir Bilder zu machen und mit mir zu reden. Ich bin richtig aufgeregt, ich könnte echt weinen und ich bin richtig aufgeregt, ich freue mich so mega da drauf einfach. Und ja, mein Handy geht jetzt auch nochmal ein bisschen ab, egal. Auf jeden Fall, ich freue mich riesig. Alle posten schon in Twitter, ab geht's nach Stuttgart und dann @christografie und solche Sachen. Ich freue mich. Also ich glaube, da kommen schon ein paar kleine Leute oder ein paar Leute kommen auf jeden Fall. Auch wenn es nur 4, 5 Leute sind, egal. Ich freue mich so riesig da drauf. Und ja, ich nehme euch heute einfach ein bisschen mit. Ihr werdet das Ganze sehen, wenn ihr leider nicht kommen konntet aus irgendwelchen Gründen, wenn ihr halt so weit weg wohnt oder sowas. Nehme ich euch jetzt heute einfach mit und ihr seht dann alles. Also ihr seht alles, was heute so passiert, wer alles kommt und ja, wie das einfach so sein wird. Oh, ich freue mich riesig da drauf. Und dann werde ich, wenn das echt gut laufen wird, ich werde dann sowas öfters machen. Auch mal in andere Städte eventuell. Je nachdem, ich habe ja auch bald meinen Führerschein, wo ich alleine fahren darf dann. Und dann, oh, ich freue mich riesig da drauf. Auf jeden Fall, ja, nehme ich euch jetzt heute mit. Und wir sehen uns dann einfach im Laufe des Tages wieder. Oh mein Gott, Leute, wir sind jetzt angekommen in Stuttgart, wir sind jetzt gerade im Parkhaus und jetzt laufen wir runter Richtung Königsstraße und ich bin extrem aufgeregt, ich könnte durchdrehen. Oh, ich bin richtig aufgeregt, ja, ich bin halt aufgeregt, ich kann es nicht oft genug sagen. Auf jeden Fall laufen wir jetzt in Königsstraße und ich bin mal gespannt, ob schon welche da sind oder wie viele kommen, weil wir haben jetzt, lass mal schauen, 13.22 Uhr, also in 8 Minuten habe ich ja gesagt, bin ich da und ich bin jetzt schon da. Oh mein Gott, also ich habe echt Angst. Ich mache mal ein bisschen dunkler. Und ja, wir werden jetzt halt loslaufen durch die Königsstraße und dann melde ich mich nochmal, wenn ich kurz bevor ich da bin. Oh mein Gott, Leute, jetzt sind wir gleich da. Wir sind jetzt auf dem Weg. Wir sind gerade in der Königsstraße noch. Wir sind jetzt von oben gekommen, also nicht vom Hauptbahnhof, sondern von der anderen Seite. Da haben wir halt geparkt und ja. Oh mein Gott, ich habe so Angst. Aufgeregt, der Hammer einfach. Und jetzt werden wir sehen, wie viele da sind. Ich schätze mal noch ein bisschen in 2-3 Minuten da. Und ja, mal schauen, ob schon welche warten oder wie es aussehen wird. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Ich sehe gar nicht, wie das Bild aussieht von der Kamera. Okay, sieht gut aus. Oh mein Gott. Ich habe Angst einfach. Aber ich freue mich so riesig, das heute machen zu können. Und zu dürfen auf jeden Fall. Und ja, ich hoffe, ihr hört mich jetzt noch. Aber wenn da jetzt, da ist irgendwie so eine Veranstaltung, ich zeig's euch mal. Cool, heute ist Tag der weltweiten Kirche, wusste ich gar nicht. Ja, jetzt weiß ich's. Aber da wollen wir ja nicht hin. Ich will ja zu euch kommen. Jetzt ist es gleich soweit. Gleich geht's los, ich bin gleich da, oh mein Gott. Wenn ihr sehen könntet, mein Herz schlägt bis über meinen Kopf hinaus. Der Hammer, der Hammer. Und das Wetter ist gut geworden. Es hat ja geheißen, oder gehießen, es soll regnen. Und jetzt ist das Wetter doch noch richtig gut geworden. Also es ist nicht zu kalt, es ist nicht zu warm, die Sonne scheint schön. Und ja, ich nehme jetzt mal meine Sonnenbrille ab langsam. Damit ich euch dann auch gleich erkenne oder sehe. Oh mein Gott. Also wir sehen uns gleich wieder, wenn ich die ersten Leute dann sehe. Ja. Alles klar. Ja. Aber ich halte. Meinst du die da? Ja. Du schon. Die zwei Süßen sind jetzt extra aus Rheinland-Pfalz gekommen. Ja. Und die waren noch nie in Stuttgart. Oder? Das ist doch einfach der Hammer. Wirklich, wow. Oh mein Gott, ich zitter. Wow. Ich darf noch runter.
wir sind jetzt hier gerade auf Meet and Greet, ich kann nicht mal mehr sprechen. Und es sind schon welche gekommen, und zwar einmal die liebe Lan. Ich hoffe, das ist okay. Ja. Die schaut jetzt meine Videos, glaube noch nicht so lang, beziehungsweise noch gar nicht. Und trotzdem ist sie gekommen, finde ich sehr cool. Und dann noch die liebe Nele. Hallo. Mit der schreibe ich die letzten ein, zwei Tage schon. Jetzt fängt wieder die Musik an, ich hoffe, ihr hört mich noch ein bisschen. Dann noch die liebe Ellie. Mit der schreibe ich schon jetzt länger in Twitter. Dann noch die liebe Lea. Und wer noch? Der liebe Jovan. Als einziger Junge. Bis jetzt noch als einziger Junge, ich hoffe, ihr hört mich. Und meine Schwester ist auch noch mit dabei. Ja, ich schreibe euch mal, wenn ich Kanäle von denjenigen habe, also von Jovan, auf jeden Fall unten in die Informationen rein. Schaut mal vorbei und abonniert ihn auf jeden Fall, macht echt coole Videos. Bitte? Coole Werbung. Ein bisschen Werbung muss sein. Ja, ich halte euch einfach auf dem Laufenden, auch über Twitter. Schaut da ruhig rein. Ja, ich hoffe, ihr hört mich auf jeden Fall. Jetzt hört ihr mich auf jeden Fall. Ja, wir sehen uns dann wieder. Also, wir laufen jetzt gerade zum Starbucks. Alle zusammen. Ich weiß nicht, ob ihr es seht. Alle dabei. Und. Christo? Ja. Da ist Starbucks. Ach, da ist auch einer. Ich kenne mich hier nicht so gut aus. Ich weiß es nicht. Also, wir können jetzt entweder hierher gehen oder da, wo ihr wollt. Ihr müsst mir noch ein bisschen erklären. Ich habe ihm erstmal den hier ab, ob er da ist. Oder? Können wir machen, ja. Jovan gibt gerade den Weg vor und ja. Also, wenn ihr irgendjemand seht mit einem grünen Blazer und noch Jovan. Jovan. Mit einem Jeanshemd und auch noch eine Kamera in der Hand. Und Schal. Schal ist ja und Schal. Auch bei dann Sommer Schal. Im Sommer immer ein Schal. Dann habt ihr uns gesehen. Und dann habt ihr uns gesehen und dann hättet ihr eigentlich vorbeikommen sollen. Ja. Und die liebe Ellie auch neben mir. Jetzt schauen wir mal. Jetzt gehen wir hier rein. Steht am Schaufenster vorbei. Sieht auch ziemlich voll aus. Wir waren jetzt gerade bei Starbucks. Wir haben uns jetzt eigentlich jeder was geholt. Ich weiß gar nicht, wie das heißt. Very Berry. Jovan hat sich auch was geholt. Lime. Und Hot Chocolate hat sich die Lan geholt hier. Und meine Schwester und ich haben uns zusammen Java Chip Chocolate Cream geholt, so einen großen. Ja, und jetzt laufen wir zurück wieder an den Schlossplatz. Wir werden da noch ein bisschen dann chillen und Bilder machen oder sowas. Einfach noch mal ein bisschen Zeit genießen. Und dann ist es auch schon relativ spät, glaube ich. Ich glaube, die ersten Dings, glaube ich, schon gehen oder um halber. Ja, ich zeige euch jetzt noch mal alle durch. Also hier einmal die Lea und die Ellie. Auf dieser Seite haben wir den Christo, okay, der interessiert mich. Dann die liebe Nele und die Lan. Da hinten meine Schwester und hier den Jovan. Wie gesagt, ich verlinke euch mal eventuell seinen Kanal auf seinem Kopf hier oben, wenn ich den bekomme. Ansonsten schaut in die Informationen unten rein. Da findet ihr dann seinen Kanal. Schaut auf jeden Fall vorbei, ich kann es nicht oft genug sagen. Und abonniert ihn einfach. Er hat es wirklich verdient. Gerade sind es, glaube ich, um die 280 Abonnenten circa, also hat auf jeden Fall viel mehr verdient. Schaut mal dort vorbei. Gleich rot, ey. Bitte? Gleich rot. Ich habe mich auch voll gefreut, dass überhaupt welche gekommen sind. Jemand sogar, die liebe Ellie, sogar über 1,5 Stunden Fahrt aus Rheinland-Pfalz. Ja, Speyer, um genau zu sein. Der Hammer. Einfach. Ich finde es krass, ich hätte es nie gedacht, auf jeden Fall. Ich finde es geil. Ja, und dann sehen wir uns einfach dann nochmal, wenn wir da sitzen, hier am Schlossplatz.
Heute ist auch ziemlich viel los. Aber das ist eine andere Geschichte. Das ist nicht wegen mir. War ja klar. Ja, okay, wir sehen uns dann wieder. Hi, wir sind ja jetzt hier gerade im Fan-Treffen gewesen und jetzt haben wir Sammy gerade getroffen. Das ist der Hammer, das gibt's doch nicht mehr am Sammy getroffen. Jovan, wir sind jetzt happy und du hast recht. Also nochmal, du hattest recht. Wir haben ihn jetzt. Da ist Sammy! Der Hammer, wir haben ihn jetzt. Das gibt's nicht. Wir haben. Oh mein Gott, mein Herz geht ab. Ja, gell? Sag ich doch. Das ist krass. Hart, gell? Ich zeig ihn euch mal ganz kurz. Und Lamia. Der Hammer. Der Hammer, das gibt's nicht. Oh Gott, keine Ahnung. Also ich muss das auffilmen, Alter. Ey, mein Einjähriger ist auf YouTube und wir treffen uns. Alter, also, ich liebe diesen Tag. Oh mein Gott. Ich bin's, hi. Chris ist auch da und wir blanken und. Hi. Ey, totaler Abfuck, ich glaub dir gar so nicht. Happy, das gibt's gar nicht. Ich könnte jetzt das updancen, so. Ja, genau. Könnt ihr so voll abgrooven. Wow, cool. Und, ey. Und Ellie freut sich auch extrem, das ist der Hammer. Und oh, Alter, niemand. Da ist Sammy! Geiler Tag, oder? Oh mein Gott. Ja, ich find's cool. Oh mein Gott. Krass, und das sieht so gut aus. Das sieht richtig geil aus, das Outfit. Und er war wirklich bei Star Wars. Oh mein Gott. Oh mein Gott, geil. Wirklich cool, also der Hammer. Komm, was Sammy losen. Seit wann bist du jetzt da? Oh mein Gott, ich bin erst nicht da, was du jetzt die plötzlich so bereit genommen. Ich hab mit dir noch geredet. Oh mein Gott. Und dann? Ja. Nichts hier. Scheiße, mein. Ja, wir waren auch schon bei Starbucks überall und jetzt sind wir hierher gekommen. Cool. Ich hatte gar nichts zu machen. Ich war einfach so ein kleines Kind, das ist ja frisch. Das war echt so da, geil, also. Ich melde mich oder wir melden uns ja wieder, wenn wir mit ihm sprechen geredet haben. Oder geredet haben oder Bilder gemacht haben. Ja, je nachdem. Also, bis dann. Jetzt haben wir den ja getroffen und der sagt zu mir, hey Christo, also ich bin der Hammer. Und Ellie macht jetzt ein paar Bilder mit ihm. Und hier Chris auch in einem Vlog. Hi. Cool. Ellie und Sammy wieder mit dem Herz. Super. Und Lamia. Geil. Der Hammer, das gibt's nicht. Heute ist einer der besten Tage in meiner. Das glaubt man gar nicht, oder? Das ist unglaublich. Magst du unterschreiben? Oh mein Gott, oh mein Gott. Soll ich ein Bild machen? Ja. Also. Schreib mal irgendwas ein, weil es wissen. Ja, klar. Dankeschön. Geschafft. So, ich film noch nebenher ein bisschen und noch ein Bild dazu. So. So, jetzt. Sammy und Jovan, der Hammer. Wirklich cool. Ich auch noch. Wow. Mega, ey. Das kann heftig. Also, nach dem riesen Schock jetzt, oder nicht Schock, sondern. Glücksgefühl, Erfolgserlebnis. Glücksgefühl, genau. Erfolg, keine Ahnung, dass wir Sammy getroffen haben. Ja, chillen wir jetzt hier noch auf der Treppe. Wie heißt die? Ja, wie heißt die Treppe? Ja, oder wie? Die Treppe? Ja, am kleinen Schlossplatz. Am Schlossplatz halt hier, da ist die Königspassage und hier das Kunstakademie, bla bla bla. Keine Ahnung. Und da hinten ist der Schlossplatz. Und ja, wir chillen jetzt hier noch zusammen mit Sophia, Jovan, Luca. Übrigens, wenn ihr alle hier mal herkommt, also wenn ich nochmal sowas mache, ich folge euch allen. Und Domi. Und mein Handy twittert gerade ununterbrochen. Sammy folgt mir jetzt auch auf einmal. Und Hammer, ich find's krass. Ich find's einfach noch hammergeil. Ja, und wir chillen jetzt hier noch. Keine Ahnung, was wir machen. Wir tun vielleicht noch ein Video machen oder irgendwas. Vielleicht, ja, Starbucks waren wir schon alle. Du warst. Ja, irgendwas sollten wir halt noch machen. Und dann, ja, wir sehen uns auf jeden Fall nochmal, wenn ich auf dem Heimweg bin. Oder nochmal daheim. Und dann weiß ich nicht mehr, was ich reden soll jetzt. Ich übergebe euch mal ganz kurz. Weil vielleicht weiß ja Johann noch was sagen. Ja, von der Kamera, ein bisschen schwerer als meine. Keine Ahnung, auf jeden Fall, ja, wie er schon gesagt hat, wir chillen jetzt hier ein paar Minuten oder so, keine Ahnung. Ja, das Wetter ist halt ein bisschen kühler geworden als vorhin und keine Ahnung. Was machen wir noch? Coole Uhr. Er hat eine coole Uhr. Mit einem Video. Keine Ahnung, was wir machen. Ja.
Aber jetzt ist die Musik natürlich wieder weg, ne? Ist ja klar. Wenn wir da nicht chillen, ist die Musik weg. Logisch. Und ja, dann würde ich sagen, wieder zurück zu Christo, ne? Ja. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann wieder. Bis dann. Leute, ich bin immer noch so gut drauf, heute kann mir nichts mehr den Tag verderben, ganz ehrlich. Es waren jetzt insgesamt, ich zähl's nachher nochmal durch während der Autofahrt. Und die tanzen hier richtig geil. Sieht voll gut aus. Auf jeden Fall waren, ich glaube, ungefähr 10, 11, 12 Leute da. Ich weiß nicht genau, ich zähl's nachher zusammen und sag's euch dann. Wir fahren jetzt nach Hause langsam und wir gehen dann noch essen bei dem Italiener, da filme ich und da sage ich euch dann, wie viele da waren. Oh mein Gott, das war ein Traum, geiler Tag. Ich mache das 100% nicht wieder. Ich verspreche es euch, ich nehme meine Brille ab, das ist unhöflich. Ich mache es 100%ig wieder. Das war der Hammer, ich liebe euch über alles, meine Leute, echt der Hammer. Ich lade dann alles auch noch hoch von den Bildern. Ich sehe alles in Instagram und in Twitter. Folgt mir da auf jeden Fall. Und ja, wir gehen jetzt essen und dann melde ich mich vom Essen wieder. Leute, ich bin jetzt daheim angekommen, gerade eben vor 10 Minuten circa. Und ich wollte jetzt hier das Follow Me Around und Meet and Greet so gesehen, sozusagen beenden. Ich habe jetzt während, wir waren noch essen, das habe ich jetzt nicht so gefilmt, weil ich habe es irgendwie verpeilt und... Ja, ich habe es erst fotografiert und ich tue euch da jetzt ein paar Bilder einblenden, damit ihr seht, was ich halt noch gegessen habe. Ja, ich wollte mich jetzt nochmal ganz kurz bedanken bei allen, die da waren. Es war einfach ein hammergeiler Tag. Ich könnte mich, boah, es war echt einer der besten Tage bis jetzt in meinem ganzen Leben. Es war göttlich, echt. Erst kommen wirklich Zuschauer von mir, wo ich gedacht hätte, dass nie jemand kommen würde. Die kommen einfach und freuen sich so extrem mal, so ein bisschen den Tag mit mir zu verbringen in Stuttgart. Echt ein riesen Dankeschön. Ich hoffe, ich bekomme alle aufgezählt. Und zwar ein riesen Dankeschön an Elli. Auch für deinen Brief, echt ein Danke, wirklich ein riesen Dankeschön dafür. Ich finde es so süß und einfach, ich kann es nicht in Worte fassen, echt ein riesen Dankeschön dafür. Echt, ich kann nicht mal mehr richtig reden, echt ein riesen Dankeschön dafür, Elli. Dann an die liebe Lea auch, ihr seid wirklich extra von so weit her extra nach Stuttgart gekommen, um mich zu treffen. Ich finde es abartig geil, echt ein Dankeschön dafür. Dann auch ein Danke an Nele, dass du da warst, an Lan, an Jovan, an Sophia, an Luca und an Domi ein riesen Dankeschön auf jeden Fall dafür. Echt, das bedeutet mir so viel. Und was ich noch sagen will, Sammy, an dich auch ein Dankeschön. Echt, an meinem Einjährigen, wo ich ein kleines Meet and Greet mache, kommen ein paar Leute von mir und dann treffe ich dich auch noch und du persönlich beglückwünscht mich. Also, du hast zu mir gesagt, Christo, alles Gute zu deinem Einjährigen. Und ich habe nicht mal Hallo oder sowas gesagt und du wusstest gleich, wer ich bin. Ich find's den Hammer, ich könnte durchdrehen, echt, das hat mich so, weiß nicht, ich find's irgendwie ein bisschen eine kleine Ehre, keine Ahnung, du wusstest, dass ich mein Einjähriges hab und du wusstest, dass, wer ich bin, obwohl noch gar niemand von mir geredet hat, also ich find's echt ein riesen Dankeschön und ich find's echt ein riesen Hammer und boah, ich bin den ganzen Tag so happy drauf, seitdem heute einfach der ganze Tag angefangen hat, ich find's Hammer und an dich, Lamia, auch ein Dankeschön, dass du mir auch so Glück gewünscht hast und dass ich nicht aufgeben soll und dass wir ein bisschen geredet haben. Finde ich einfach echt Hammer. Ein Dankeschön echt an den ganzen Tag und an alle, die da waren. Und an Sammy, an Lamia, an alle einfach echt ein Dankeschön. Und auch an meine Eltern, dass sie mit mir mitgekommen sind und mich nach Stuttgart gefahren haben und alles. Echt, wow, es war echt ein perfekter Tag und es war auch ein perfektes einjähriges Jubiläum sozusagen auf YouTube. Echt, Hammer, ich liebe euch einfach alle. Ich tue euch jetzt noch ein paar Bilder hier einblenden. Von Sammy, von dem Meet and Greet und... vor meinem Essen, wie gesagt, damit ihr noch ein paar Eindrücke habt, weil ich finde es einfach der Hammer, ich finde es so cool, euch kennenzulernen. Ich bin so geil, ich bin so dankbar und ich bin so durcheinander, ich weiß echt nicht, was ich rede gerade. Ich bin noch irgendwie so auf dem siebten Himmel, keine Ahnung, auf der siebten Wolke und ich finde es einfach Hammer, echt. Und Sammy, wenn du das Video gesehen hast jetzt, würde es mich echt freuen, wenn du das für mich irgendwie wissen lassen tust, wenn du mir irgendwie einen Kommentar schreibst oder irgendwas. Echt ein Dankeschön an dich, es war echt so cool, mit dir kurz zu reden, dich zu filmen und mit dir kurz einfach im Video zu sein. Und hiermit soll es auch gewesen sein, das Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen, das den kleinen Einblick in Meet and Greet. Und ihr alle, wo da wart, ich hoffe, es hat euch gefallen, ein bisschen mit mir zu schwätzen und solche Sachen. Echt Hammer einfach und Dankeschön für alles. Und fühlt euch alle nochmal umarmt, ganz kräftig. Also ich mache jetzt ein bisschen meine Kamera. Also fühlt euch wirklich umarmt. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Haut rein und...
Ja, danke. Und ja, ciao. Arriva sempre quando non lo aspetti.